Damit herzlich willkommen zu Shadow of Tomb Raider. Lara Croft jetzt am Start. Und ich bin wieder zurück nach langer Sommerpause. Hallo. Ich gehe ans Steuer. Zwei Tage zuvor. Verdammt. Scheiße. Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. So, dann sind wir mal gespannt, was uns jetzt in dem Spiel hier erwartet. Bin nochmal gespannt, ob ich damit überhaupt so klarkomme und ob euch das gefällt, was ich hier mache. Ich schaff das. Ah, ja, ja, komm. Scheiße, ist immer gut. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt Tomb Raider spiele. Und überhaupt, es ist alles dunkel, man sieht nicht viel. Das ist viel schlimmer. Das schaffen wir. Oh, ist das eng. Oh. Aber eine geile Grafik, das muss ich jetzt schon sagen. Auch wenn man noch nicht allzu viel sieht. Hier in diesem engen Erdspalt. Ich denke mal so, ich spiele so eine kleine halbe Stunde, Stunde vielleicht für den Anfang. Ich werde das nochmal hochladen. Schauen, ob es überhaupt bei euch ankommt. Wäre ja richtig schön. Es wäre total nice. Wenn ihr euch dafür auch interessieren würdet, dann mache ich das gerne weiter.
Danke. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Wir müssen doch irgendwo fallen sein. Die Frage ist immer, wo? Gerade einfach gerade, das sage ich euch jetzt schon. Wenn man gerade ganz kaum erkennen kann. Was? Also drücke A. Okay, machen wir. Ah, die Frau hat Power in den Armen. Guckt euch das an. Hier alles ganz ruhig, weil... Jonah, ich hab's geschafft. Es ist dunkel. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. Hui! Was finden wir denn jetzt? Irgendetwas Mystisches. Was Altes. Lara! Wow. Sieh dir das mal an. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Wir so zu tun kriegen. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Für euch nehme ich das jetzt natürlich wieder in 4K auf. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Der Kabel von dem Controller ist ein bisschen die Wunde scheiße kurz. Nein, es geht. Müssen wir nochmal länger anschaffen. Was ist das hier? Aber die Grafik ist schön. Mystische Bilder. Guckt euch die das an. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch. Ein Berg mit silberner Krone. Ja, ich habe die Untertitel jetzt extra angelassen für die, die ein bisschen hörgeschädigt sind. Hier hinten steht ein Datum. Und für mich selber als Sehgeschädigter ist das besser, wenn ich es hören kann. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder.
Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Oh, er verhungert. Das ist bestimmt Chris. Wenn er schon im Wal ist... Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Dann müsst ihr mir nach Peru fahren. Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Oder fliegen? Doktor, oder laufen? Wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, ja. Ja, und entschuldigt, ich hab zwar jetzt Webcam an, Fratzenkamera. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Mit Greenscreen. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Aber vom Licht her ist das halt noch ein bisschen zu wenig. Müssen wir mal gucken, dass wir da noch ein bisschen Licht dran tun, damit das Rauschen auch noch weggeht. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Hey, Sammy, wie läuft's bei dir? Gracias, Jonah. Wo ist der hin? Suchen wir weiter. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Oh je, yeah. Ich war als Kind bestimmt genauso unartig. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Mal, wie wir uns hier zurechtfinden. Aber mit dem kann ich auch quatschen. Mire, para mi papá. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden.
Ich mag keine Menschenmengen. Sind ihr Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. So, hier könnte man eine Karte anmachen. Okay, schauen wir uns das mal an. Okay. Aktueller Einsatz. Naja, machen wir weiter. Jonah, er ist am Tor. Was für ein Tor? Wo ist denn hier ein Tor? Verdammte Hacke. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Okay. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Okay. Wollen wir mal gucken, wie wir jetzt weiter hier klarkommen. Alle schön langsam. Verzeihung. Boah, schau. Aber flotter laufen ist auch nicht. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an der Führung. Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir sind zu allem bereit. So, wo komme ich hier weiter? Und mit dem kann ich ja mal quatschen. Nunca tuvimos nuestra luna de miel. Mein herzliches Beileid. Quizás haga el viaje por mi cuenta. Okay. Weil die Steuerung ist sehr ungewöhnlich, muss man echt sagen. So, wie kommt man hier weiter? Hier ist ja alles voll mit Kerzen und so. Ich glaube, von hier komme ich, oder? Die lassen mich nicht raus. Okay. Okay, da haben wir etwas eingesammelt. Ja, ein Spiel, wo du wirklich Geduld für brauchst, ne? Das ist halt so. Aber wo geht's hier raus?
Das ist jetzt die große Frage. Ja, machen wir ein Item. Ein bisschen Medizin. Ah, gerade aus diesem Grund sollte man sich hier echt Ruhe gönnen. Nee, darf ich nicht? Okay. Kannst aber auch nichts Wirkliches hier machen. Wir halten uns jetzt hier mal ein bisschen links. Nichts machen. So, irgendwann gehen wir die Optionen aus, ne? Wo soll man denn hier was tun? Verzeihung. So, da waren wir durchquetschen. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Sie. Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutungen. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Esos hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Oh, Anfang 20 wäre schon mal gern. Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt.
mit dem kann man wieder quatschen. Oye, fuera de mi oficina! Wie bitte? Cierra la puerta al salir. Jawohl. Lo siento! Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Eine Seitengasse nach der nächsten. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte! Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Bei euch alle so viel? Bitte, nein! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Hmm.
Ich muss hier irgendetwas machen, bin ich der Meinung. Zeugen. Nein, bitte. Irgendwelche letzten Worte? Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte nicht. Ich habe Geld. Ich kann bezahlen. Mal mit dem Schießen. So, okay, jetzt hab's raus. Ich tu dir nichts. Immerhin. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Okay, machen wir noch ein bisschen weiter. Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Und noch ein Item, das ist immer gut. Okay, hier muss ich jetzt nicht unbedingt hin.